Bei David Odonkor denkt man vor allem an eine Szene, die legendäre Flanke gegen Polen. Odonkor. Und jetzt ist es da! Der damals 22-Jährige wurde einer der Shootingstars der WM in Deutschland und weckte Begehrlichkeiten, natürlich auch bei ihm selbst. Beim BVB gehörte er beim Saisonstart 2006 nicht zum Stammpersonal und der Flügelflitzer wurde unzufrieden. Am Ende des Transferfensters schlug dann Betis Sevilla zu. Das klamme Dortmund freute sich über 6,5 Millionen Euro und Odonkor über sein erstes Auslandsabenteuer. Doch dieses wurde zum Fiasko. Es folgten zahlreiche Verletzungen, dann der Abstieg. Bei der EM 2008 spielte der einstige Durchstarter zum letzten Mal für Deutschland. Nach Vertragsende in Sevilla war Odonkor 2011 sogar kurze Zeit vereinslos. Es folgte ein Intermezzo bei Alemannia Aachen. Endstation im Profifußball war dann der ukrainische Verein Govela. Mittlerweile kickt der 38-Jährige in der Kreisliga. Die große Karriere blieb aus. Odonkor zu Sevilla, ein WM-Transfer, der zum Fiasko wurde.